Hallo Freunde, hier ist wieder der Baumbaum und hier sind wir in der zweiten Runde. Wir sind zum zweiten Mal auf Schatzjagd. Mal wieder. Und Lautstärke hatten wir doch, glaube ich, alles schon eingestellt. War doch okay. Ne? Hat sogar einer, glaube ich, geschrieben in den Kommentaren. Wir versuchen es nochmal. Magier Runde 2. Erster Gegner, kleiner Welpling, macht 2 Schaden. Auf geht's. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Also ich habe es jetzt geschafft, zweimal schon bis zum Endboss, aber leider auf dem iPad, wo ich nicht gefilmt habe. Und ich kann euch nur sagen, meine lieber Scholli, der Endboss ist eine Drecksau. Das ist schon mal Fakt. Jaina gegen einen winzigen Welpling. Yo. Also erste Runden, wisst ihr Bescheid, da gibt's immer auf die Fresse. Einfach immer mitten rein in die Fresse. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Auf geht's. Jo, alles klar. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier fertig werden. Ja, ja. Ja, und da war's das. Runde 1 wäre durch. Gehen wir direkt in Runde 2. Was nehmen wir denn? Zauberschaden plus 3 werden zweimal ausgelöst. Eurydina. Ja, machen wir doch. Zauberschaden plus 3. So, und hier nehmen wir uns große Zauber. Ruft einen Drachen herbei für jeden Zauber, den ihr in diesem Spiel oder mindestens. Und der mindestens 5 kostet. Okay. Da hätten wir ja schon mal 2 Drachen. Was haben wir hier? Deckt ein. Was ist das? Feuer? Frost. Ich würde sagen, wir nehmen die großen Zauber. Mehr so fürs Endgame. Und wir kämpfen gegen Wegmacher Hamm. Jaina gegen Wegmacher Hamm. Ach, das ist der, der das Dynamit schmeißt. Okay, 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 okay. Ihr habt es so gewollt. Jetzt machen wir rum's. Ja, nehmen wir so. Nehmen wir so mit. Wie viel Life hat der? 15. Ja, das schaffen wir. So, jetzt haben wir aber hier schon mal 6 Damage. So, auf geht's. Ja, mach das mal, mein Freund. Mach das mal. Hat er noch. Das war's. Na dann spielen wir. Was machen wir denn? Wir schießen. Drauf, immer drauf. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Ja, genau. Mach dich selber kaputt. Eine Runde noch, dann ist er weg. Ja, einmal den. Da mache ich gar kein Großkokolores. Jetzt ist Feierabend. Wollt ihr etwas ja. In die Luft jagen? Gut. So geht's auch, ne? Das war der Wegmacher Hamm.
Wir müssen eben aufpassen. Wir dürfen natürlich nicht komplett auf Zauberei gehen, weil es gibt ja immer wieder diese Gegner, die deinen Zauberschaden wegmachen. Also übergehen. Guck mal hier, Meteor wirkt am Ende des Zuges ein Zauber aus eurem Deck. Cool. Und wieder ein Pyroschlag. Ich würde sagen, wir nehmen den mal. Frostpelz. Grippe macht mich kaputt. Es ist der Hammer. So, Ihr habt den es so gewollt. Meteor. Ich hatte euch Kobolden doch gesagt. Was haben wir denn da? So, wie viel Life hat die? Der alte 20. Guck mal hier, das macht doch Sinn. Hohohoho. Auf geht's. Hier hau ich jetzt die Casts um die Ohren. Fügt allen Dienern. Also auch mir. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Aber so. Nehmt das. Ja, wen haust du denn jetzt weg? Och, ist ja noch besser. Dann war's das. Das war Frostpelz. Es geht direkt weiter, Freunde. Mutiert einen befreundeten Diener, mutiert ihn erneut für jeden Boss, den ihr auf dieser Schatzjagd besiegt habt. Also dreimal können wir jetzt schon mal mutieren. Verschießt drei zufällige, zufällige für je 8 Schaden ver. Oh, das ist auch geil. Und übernehmt die Kontrolle und fügt ihn eurem Dungeon Deck hinzu. Ne, wir machen das hier mit den Feuerbällen. So, Chaos. Drei Magierzauber. Okay, Frost natürlich mal wieder. Und wir haben Geheimnisse. Ich würde sagen, wir nehmen das Chaos. Und unser nächster Gegner ist Dreschbart. Kenne ich den? Ich glaube, den kenne ich gar nicht. Dreschbart. Bin ich mal gespannt, was der macht. Jaina gegen Dreschbart. Der haut. What? So, oh, super geil. Geben Kerze zurück. Ja, ach so. Das ist doch der aus dem Dingsbumstal hier. World of Warcraft. Du nicht nehmen Kerze. Kennt ihr? Das ist natürlich, das ist ein Insider, ne? Das können nur die World of Warcraft-Spieler. So, was haben wir denn? Oh. Beide Spieler rekrutieren einen Diener. Aha. Dann bin ich mal gespannt. Ja, machen wir doch, ne? Auf geht's. Das alte Rein-Raus-Spiel. Koboldkeile! Oh, Scheiße, der ist natürlich gut. Der ist natürlich gut. Oh, 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 oh. Aber der ruft zwei Legendaries. Das ist schlecht, wir müssen den hier spielen. Das ist natürlich schlecht. Ja. Das war das Einzige, was wir machen konnten. Ja, dann auf. Das war Dreschbart. Freunde, wir gehen marschieren einfach durch. So, was haben wir denn? Heldenfähigkeit, Inspiration, Held plus 2 plus 2. Naja, okay, die Riesenarmee, ja. Was haben wir hier noch? Den Flammenschürer, Zauberschaden, Maligos. Zweimal Maligos. Och, da geht der Zauberschaden noch hoch. Ich würde schon fast auf die Riesenarmee gehen. Die sind mir zu weit oben hier mit 2x 9. Gut, der Flammenschürer ist gut.
Wir gehen auf die Riesenarmee. Nächster Gegner. Krax. Jaina gegen Krax. Ihr habt es so gewollt. Ich muss Schatz bewachen. Ja, dann bewach mal, mein Freund. Krax. Bin ich mal gespannt, was der kann. Die Grippe bringt mich um. Fügt allen feindlichen Dienern einen Schaden zu. Das geht ja noch. Die Frage ist, was hat er für Mobs? Das ist ja die Frage. So, eure Zauber kosten weniger. Die spielen wir mal gleich aus. Dann hau mal deine... Ja. Fügt allen Dienern 5 Schaden zu. Das ist natürlich... Feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Das ist doch gut. Und auf geht's. Krax. Oh. Das ist natürlich schlecht, aber die steckt da auch wieder ein. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, spielen wir das doch mal. Und unser Riese wird stärker und stärker. So, die Waffe ist weg. Das ist schon mal schön. Dann machen wir das hier. Ja, alles klar. Dann spielen wir den mal. Meine Augen sind offen. Vielen Dank, mein Freund. Yo. 7, das reicht nicht. Wir heilen uns nochmal. Er kann uns eh nicht angreifen, weil er keine 5 Rüstung hat. Der beste Star in Gadgetan. Das kannst du machen. 18, benachbarten 6. Okay, dann machen wir das so. Und auf geht's. Boah, stramm. Mal sehen, ob wir... Boah, super geil. Los. Wir müssen ihn jetzt runterschießen, so schnell es geht. Besonderes Rüstung, stark mit Glitzer. Ja, von wegen. Lassen wir den raus. Und dann noch den hinterher. Das ist natürlich geil. Oh, ey, geil. Was der alles hat, ne? Das gibt's gar nicht. Wenn ihr Karten auf der Hand, die nicht zu Beginn sind, kosten sie 2 weniger. Okay, wir holen uns erstmal ein paar Magierzauber. Verschaffen jetzt mal noch ein bisschen Rüstung. Dann kriegt er mal einen neuen reingepfiffen. Wir spielen den Yeti. Der beste Stahl im Gadgetan. Das kannst du machen, mein Freund. Ja.
Haben wir noch Geheimnisse? Nee. Dieser Diener wird in der nächsten Runde bereit sein. Besondere Rüstung. Stark wie Pizza. Ja. Och, das gibt's doch gar nicht, ey, was der alles hat. Guckt euch das mal an. Unglaublich. Diese Macht ist Urextase. So. Und jetzt wieder vernichtet einen verletzten Diener. Nee, doch nicht. Gut, Rüstung hab ich auch, mein Freund. Pyroschlag wäre jetzt toll gewesen. Acht Life hat er noch. Klasse. Okay, sollen wir die mal machen hier, komm. So, das müsste es doch jetzt gewesen sein. Haben wir es dann jetzt? Wiedersehen. Leute, das war Grax. Unser nächster Gegner. Achso. Wir machen das hier. Und sollen wir uns noch ein paar Zauber holen? Oder was machen wir? Das ist natürlich jetzt schwierig. Ja, wir holen die Zauber. Unser nächster Gegner ist Fletschzahn. Was macht der denn? Fletsch. Fletschzahn. Fletschzahn. Mal gucken. Hier seid ihr der Gejagte. Ja, werden wir sehen, mein Freund. Wer hier der Gejagte ist. Was hat er denn für eine Fähigkeit, der Typ? Was hat er denn für eine Fähigkeit? Verringert die Kosten von Karten auf eurer Hand um 1. Okay, auf geht's. 50 Life. Pech gehabt. Das nehmen wir. Meine Macht wächst immer weiter. Ja, ist schon klar. Meine Tierchen werden. Ja, kannst du machen, mein Freund. Das kannst du machen. Hat er noch. Eure Zeit naht. Ja. Dann würde ich sagen, hauen wir doch den mal noch raus hier, ne? So, dann machen wir noch was, mein Freund. Nicht lebend verlassen. Oh, ich glaube schon. Die Jagd endet. Für dich. Hier. Ja. Das war Fletschzahn, Freunde. Wir kommen zu Boss Nummer 7.
Große Zauber. Wirkt 6 Zauber. Nee, das machen wir nicht. Ich würde sagen, wir nehmen die Riesenarmee. Und unser nächster Gegner ist die Glibbermutter. Oh Mann, 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 kenne ich nicht. Die Glibber. Gegen die Glibbermutter. Oh Mann, die Glibbermutter, guckt euch die an. Ah, die behalten wir doch gerade. Die behalten wir gerade so. Auf geht's. Was macht denn die Glibbermutter? Verleiht Dienern auf eurer Hand +1/+1. Oh, super. Auch hier müssen wir Gas geben, glaube ich. Oh, die werden natürlich jetzt immer stärker, das ist klar. Wir brauchen schnellstmöglich viel Feuerkraft und viel Power. Oh Mann. Ihr werdet bei den Fischen liegen. Ja, ja, ja. Oh, ey, der wird immer stärker jetzt. Guck dir das an. Das ist natürlich jetzt schwer, ne? Das wird jetzt schwierig. Wie machen wir das am besten? Wir müssen ja versuchen, immer drauf. Ja. Jetzt können wir aber die spielen. Das mal einer an. Ihr wollt ein Zauber wirken? Das will ich auch. Einunddreißig hat er noch. Ich brauche meinen Superzauber. Warte, ruft jedes Mal, wenn dieser eine Kopie davon herbei. Okay. Noch 22 hat die Klibbermutter. Och, ey. Wir brauchen irgendwas Fettes zum Casten. Greif mich an. Boah, ey. Jetzt wird's langsam kritisch. Ich brauche was Fettes zum Casten. Nee. Noch. Das
So, in der nächsten Runde brauchen wir irgendwas Fettes zum Casten, sonst war es das. Oh Gott. Fügt allen Dienern 5 Schaden zu. Ich hab noch einmal Gras, Leute. Eine Runde geht noch. Komm schon. Gib mir irgendeinen geilen Cast jetzt auf die Hand. Och, 12. Ey, das gibt's gar nicht. Guck dir das mal an hier. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Meine Augen sind offen. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das werden wir wohl verlieren jetzt. Aber der hat aber auch hier, guckt euch das mal an. Das gibt's gar nicht. 11, ich bräuchte nochmal 7. Ja, das schaffen wir ja nicht. Ich kann ihm 8, 3, 5... Das war's. Ne, ich treffe nicht einmal den Boss. Das war's. Leider haben wir verloren. Obwohl, in dieser Runde könnten wir es noch überleben, ne? Oder? Was hatten wir noch? Ah, ne. Das war's, Freunde. Die Clippermutter. Boss 7. Wir waren doch schon einigermaßen weit gekommen, ne? Bis zur Boss 7. Unglaublich. Die Clippermutter hat uns... Ich hätte hier irgendwie, ne, hier, so einen Extremcast gebraucht. Ja, Rülps, das nächste Mal trete ich dich so in den Arsch. Tante, ich habe keinen Pyroschlag gezogen, gar nichts, ne? Die hätte ich gebraucht. Menschenskinder, dann kriegst du die Karten einfach nicht. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken, Freunde, und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, hoffentlich hier bei ihm. Das ist so ein Drecksdrache, ne? Bis dahin, Tschüssikowski.